guckt euch das an. Ich würde es mich nie trauen, darunter zu tauchen. Alter Schwede. Digga, was geht ab? Wie können wir das machen? Jo, was macht ihr, Leute? Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ihr wisst Bescheid, Mann. Es ist gerade sehr schönes Wetter. Ja, es ist Sommer. Wir alle gehen raus. Wir gehen in irgendwelche Swimmingpools. Aber habt ihr euch schon mal jemals gefragt, was der tiefste Pool auf der ganzen Welt ist? Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, schauen wir uns an. Wenn ihr noch neu seid, lasst auf jeden Fall jetzt ein kostenloses Abo auf diesem Kanal da. Ja, um keine weiteren Videos zu verpassen, macht es. Kommt, 5 Sekunden Zeit, komm. Macht jetzt. Komm, hier steht es. Oder hier? Dankeschön. Herzlich willkommen in der coolsten Gang auf ganz YouTube, man. Und ja, Leute, wie ihr schon sehen könnt, heute gibt es eine Zusammenarbeit, denn dieses Video ist gesponsert von einer mega nice App und zwar Raid Shadow Legends. Raid ist ein brandneues RPG-Game mit einer ultra krassen Storyline. Ihr seht es schon am Gameplay, eine extrem gute 3D-Grafik, also wirklich, wenn ihr euch einfach die Details anschaut, es ist unnormal krass. Es gibt mega fette Bossfights, wo ihr alles zerstören könnt und mehr als 400 Champions, also Charaktere, Mann, die ihr einfach sammeln könnt. Wenn ihr also Handy-Game-Zocker seid, dann eindeutig braucht ihr diese App unbedingt. Das Spiel wächst gerade ultra krank. Das heißt also, täglich werden es immer mehr und immer mehr Spieler. Falls ihr also wirklich auch Teil davon sein wollt, müsst ihr das jetzt runterladen und direkt anfangen zu spielen. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um einfach bei dieser Welle aufzusteigen und komplett alles zu rasieren, Leute. Wie gesagt, es ist komplett kostenlos mit dem ersten Link in der Beschreibung. Und Leute, wie immer, ihr wisst Bescheid, ich gönne euch. Wenn ihr jetzt das Spiel über meinen Link runterladet, dann bekommt ihr direkt 50.000 Silber und einen gratis Epic Champion. Das heißt, einfach umsonst auf meinen Nacken. Gönnt es euch, Leute. Ihr seid direkt mit in der Welle drin. Ihr könnt alles zerstören. Also, Leute, ihr wisst Bescheid. Erster Link in der Beschreibung. Alle abchecken. App runterladen. Macht mega Fun. Auf geht's mit dem Video. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wir kommen nämlich direkt tatsächlich zu dem tiefsten Pool auf der ganzen Welt. Der heißt hier irgendwie The Deep Joy. Und ich weiß nicht, wie viele krasse. Okay, wir haben 33 Grad Wassertemperatur. Das ist doch unnormal warm. Okay, das verstehe ich schon mal gar nicht, wieso die Temperatur so ultrakrank heiß ist. Wir sehen schon, da hängt irgendein Typ. Das Gelände ist riesengroß und der Pool ist tatsächlich unfassbar. Ja, Leute, passt auf, haltet euch fest, ja. 457 Meter laut meiner Recherchen tief. Das heißt, ihr könnt knapp 500 Meter nach unten tauchen. So, wir haben jetzt hier erstmal anscheinend die Ultra, keine Ahnung, Freitauchen in seiner Reinform. Also wie gesagt, wir haben hier jetzt erstmal so eine riesige freie Fläche. Digga, das sieht so cool aus. Ich check's überhaupt nicht. Ich würde da so gerne auch einfach mal rumschwimmen. Ihr habt so viel Platz. Ihr habt irgendwie, ich weiß nicht genau, für was diese ganzen Löcher in den Wänden sind und für was dieses Konzept quasi ist, warum das so aufgebaut ist. Aber hier sehen wir jetzt diesen ultra kranken Tunnel. Hier haben wir jetzt halt einen aktuellen Stand von minus 13 Meter. Also der Typ ist jetzt schon 13 Meter tief, Leute. Ein normaler Pool ist 4 bis 5 Meter tief, Alter. Und hier, da, Digga, was geht ab? Wie können die das machen? Jetzt ist er bei minus 15 Meter. Leute, der hat immer noch die Luft angehalten. Ich kann nicht mal 10 Sekunden lang die Luft anhalten, okay? Ich versuche jetzt mal während dem Video, ja? Ihr könnt gerne mitmachen, Leute, okay? Wir versuchen das jetzt zusammen. Macht gerne mit, aber passt auf, dass ich nicht schwindelig werde, okay? Wenn ihr auf jeden Fall merkt, okay, jetzt muss ich Luft holen, holt Luft. Wir fangen jetzt an, okay? Alle die Luft anhalten, mal schauen, wie lange wir es schaffen können. 3, 2, 1. Oh mein Gott, ich merke es jetzt schon. Bruder. Bro, okay, jetzt wäre langsam der Moment, wo ich nach oben tauchen würde. Ich... Ja, ich muss Luft holen. Alles klar, ich bin raus. Daumen nach oben lassen. Ich glaube, von euch haben es alle viel länger geschafft, denn mir ist dann aufgefallen, ja, ich muss ja reden. Sonst seht ihr einfach nur still, aber egal. Minus 20 Meter haben wir jetzt schon. Hier kommen wir, bei diesem Bereich kommen wir, glaube ich, bis zu minus 40 Meter nach unten. Digga, freier Fall. 40 Meter in die Tiefe, Leute. So, der Typ ist jetzt bei minus 30 Meter, kann sich an diesem Seil nach unten lassen. Er hält sich da fest und das fährt immer weiter nach unten. Minus 35 Meter. Würdet ihr euch das trauen, da runter zu tauchen? Ich würde es mir nicht trauen, Leute, weil das Ding ist, wenn ihr jetzt keine Luft mehr bekommt oder ihr merkt so, yo, ihr müsst wieder atmen, das Ding fährt euch zwar nach oben, aber, Bro, alter Schwede, ne? Einfach
einfach nur krank. Okay, aber jetzt, Leute, kommen wir im selben Swimmingpool zu dem tiefsten Tauchvorgang mit nur einem Luftzug. Das heißt, alles, was wir jetzt sehen werden, ist insgesamt nur durch einen einzigen Luftzug entstanden. Ja, der holt Luft und jetzt geht's los. Schauen wir mal rein. Okay, so, wir haben jemanden mit Neoprenanzug dieses Mal. Bruder, läuft bei dir, weißt du, das sieht echt cool aus, ja? Er taucht hier nach unten, ist wieder in diesen komischen Glaskästen. Jetzt bin ich mal gespannt. Geht er jetzt wieder zu diesem tiefen Loch oder wo geht er hin? Weil das ist ja der tiefste Tauchvorgang. Oder ist das noch Aufwärmphase? Ich habe keine Ahnung, Leute. Er schwimmt jetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt zu diesem komischen Loch geht. Alter, das Ding ist, die holen halt wirklich keine Luft, Leute. Das ist kein Zusammenschnitt. Das ist alles an einem Stück. So, er geht jetzt zu diesem tiefen Loch, schwimmt dahin, ab nach unten, lässt sich fallen und guckt euch das an. Ich würde mich nie trauen, darunter zu tauchen. Alter Schwede. Digga, der macht das ohne Seil, so wie die vorhin. Der macht das komplett ohne eine Vorrichtung. Stellt sich jetzt außen hin und jetzt geht's los, Alter. Spring nach unten, Bruder. Komm, mach es. Tiefster Tauchvorgang mit nur einem Atemzug. Ich glaube auch, kleiner Funfact nebenbei, die Person, die am längsten Luft anhalten konnte, laut Google sind irgendwie 20 Minuten oder so, Leute. Also ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, aber... Let's go, Bro, tauch ab! Wir sehen schon seinen Gesichtsausdruck. Er hat auf jeden Fall aggressiv Bock darauf. Er lässt sich komplett nach unten fallen. Er taucht hinab, Alter, bis zum Boden. No way! Er ist gleich am Boden, Leute. Wie geht das? Sag mal, wie um alles in der Welt geht das? Er würde gleich den Boden. Er ist bei minus 40 Meter tief. Oh mein Gott. Er ist auf dem Boden. Und jetzt muss er ja wieder hoch. Es ist ja nicht fertig damit, wisst ihr? Jetzt guckt er nach oben, Alter, okay. Wie um alles in der Welt ist sowas möglich, Digga? Also da muss man jetzt schon mal ganz kurz hier applaudieren, Alter, Digga. Arschgeile Nummer, Bruder, Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das geht. Bei dem, da müssen doch die Lungen platzen. Das geht doch überhaupt nicht, 40 Meter tief zu tauchen in einem Luftzug. Nein, wir machen weiter. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind jetzt noch bei einem Video, wo die tiefsten, krassesten und außergewöhnlichsten Pools auf der ganzen Welt sind. Wir sind jetzt anscheinend in Frankreich. Okay, die sind alle mit Yachten unterwegs. Ihr wisst Bescheid, Alter. Die haben auch absolut gar keine Probleme. Ich weiß Bescheid. Das ist jetzt ein Pool, der mitten in irgendwelchen Bergen versteckt ist. Man jumpt rein, man hat ihn im Haus, aber ich weiß noch nicht, was so... Oh, was? The walls of the pool are made of thick glass, and while resting... Oh mein Gott, Leute, ihr habt einfach einen Pool, der um euer Haus herum geht und ihr könnt von innen immer nach draußen schauen. Das heißt, wenn drin wer sitzt, ihr könnt tauchen, ihr könnt reinschauen. Wenn ihr drinnen sitzt und chillt und draußen taucht, ihr könnt rausschauen. Unnormal krank. So, wir sind jetzt hier bei irgendwelchen Wasserfällen. The waters of which fall into the basin of... Und das ist jetzt ein Pool, oder was? Alter, Leute, das ist einfach ein natürlicher Pool direkt am Wasserfall. Schaut euch das Wasser an. Oh mein Gott, Bro. Ich will dahin. Okay, was machen die jetzt? Wieso tanzen die? Okay, alles klar. Ich dachte, wir schauen hier Pools an und nicht irgendwelche, die tanzen. Okay. Yo, Bro, übertreib. Übertreib. Leute, würdet ihr das machen? Von Klippen springen, würdet ihr das machen? Also, wenn ich weiß, das Wasser ist safe, dann würde ich runterspringen, aber das ist schon echt gefährlich, ne? Immer aufpassen, Leute, immer aufpassen. Ich habe leider gar keine Ahnung, in welchem Land wir jetzt sind, aber, meine Damen und Herren, das sieht jetzt schon ultra krank aus. Ich muss dahin. Ich muss dahin. Alter, das ist der 1 Kilometer großer Pool, Leute. Das ist ein 1 Kilometer großer Pool direkt neben dem Meer. Moment mal, das macht doch gar keinen Sinn. Wieso? Kann mir das wer erklären? Ihr habt links das Meer und 10 Meter daneben habt ihr einen 1 Kilometer langen Pool. Wieso geht man nicht einfach ins Meer? Verstehe ich das? Muss man das verstehen, Leute? Wieso bauen die den Pool nicht weiter in die Stadt, sondern direkt am Meer? Ich bin verwirrt. Ich bin tatsächlich offiziell verwirrt, Ladies und Gentlemen. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht weshalb, ich weiß nicht warum. Aber ich will da trotzdem hin, Alter. Schaut euch das an, Digga, wie groß der Pool ist. Geiles Ding. Arschgeile Nummer, Alter. Das sind lauter so Orte, wo ich so gerne hingehen würde. Und auf einmal sind wir im Schnee. Digga, jetzt echt kein Schnee. Wir haben jetzt Sommer. Okay, ich will keinen Schnee sehen. Aber okay, wir sind jetzt hier in irgendeiner Wohnung in den Bergen. Das sieht wie Österreich aus. Oh mein Gott, und wir haben so einen Pool, der mitten oben fast schon auf freier Fläche ist. Ihr taucht raus und ihr seht einfach alle Berge und so. Ihr seid einfach wie in einem freien Fall, Bruder. Das ist unnormal krank. Ihr schaut auch auf einen See oder... Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da unten war ein See. Mitten in den Bergen. Das muss Österreich oder so sein. Das muss safe call irgend so ein Termin-Luxus-Ding sein. Bro, nimm mich da hin. Ich will da auch hin, aber... Ja, wir alle wissen Bescheid.
Wir werden wahrscheinlich dieses Video sehen, davon träumen und das war es dann auch schon wieder. Arschgeile Nummer, oder? Aber Ladies und Gentlemen, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da, kostenlos abonnieren nicht vergessen. Vergesst auch auf gar keinen Fall die mega nice App Raid Shadow Legends abzuchecken. Einfach den ersten Link in der Beschreibung anklicken. Ladet sie euch jetzt runter, kostenlos, Leute. Zockt das, ich zock das Game auch, Mann. Übertrieben krank, checkt das ab, Mann. Und dann würde ich sagen, ey, checkt auch noch das letzte Video danach ab, Alter, hier, aber... Ja, Spiel unten, ihr letztes Video. Klickt drauf. Da seht ihr nämlich ein Video, wo ihr zweimal hingucken müsst. Ich bin raus. Haut rein. Viel Spaß, Leute.